Hallo meine lieben Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever. Ich grüße euch, ha? Bisschen Train Fevern. Ja, ich bin immer noch in meiner Aufnahmesession der Liebe. Ich nehme gerade auf wie ein Wahnsinniger. Ist grandios. Ist absolut grandios gerade. So, wir kommen hier jetzt an der City vorbei. So, jetzt ist er in der ersten Station angekommen. Viele haben sich auch gewünscht, ich soll mal doch bitte ein bisschen mehr mitfahren. Das mache ich auch ganz, ganz gerne für euch. Das ist mir ein absolutes Vergnügen. Ja, die Bahnhöfe geben noch mehr her, ne? Also da ist noch Platz drin. So, jetzt warten wir mal, was er macht. Natürlich mit einer... Ja, der... Wow, der lädt schon ganz gut ein dafür, dass der Zeiten hat, wahrscheinlich die jenseits von allem, was hinten was recht ist. Okay, der nächste Zug ist geht jetzt auf die Schiene. Während der hier schon wieder durchdüst. Gefällt mir einfach unglaublich gut. Oh nein, das Fuhrwerk, es bleibt stehen. Fahrer doch nach rechts und links geguckt. Ja, und je mehr Züge wir jetzt auf diese große Linie draufschmeißen, desto mehr Passagiere werden wir von Station zu Station mitnehmen, weil der Takt einfach viel besser wird. Ich kann euch das mal kurz zeigen. 10 Minuten haben wir jetzt. Der macht natürlich jetzt unbeschreiblich viel Minus. Aber 10 Minuten von 20. Jetzt holen wir wieder ein bisschen drauf. Wieder 30% quasi in dem Fall mehr an Takt. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und am Schluss haben wir einen Takt, der sehr passabel ist, wo auch die Leute wieder mitfahren, was dann auch wieder die innerstädtischen Linien deutlich fördert, weil ja einfach deutlich mehr Leute mitfahren. Und so geht es dann in einer Tour weiter und hoffentlich dann auch mit ganz viel Liebe. Das gefällt mir einfach. Ich mag das. Bisschen Modellbahn spielen, ha? Huh? Ich weiß auch, dass es so viele von euch einfach vermisst haben, dass es jetzt mal wieder neue Train Fever Folgen gibt. Es freut mich so, so sehr, dass ihr das so gut angenommen habt. Das hat mich auch bei vielen Kommentaren, gerade zu den ersten Folgen, hat es mich dann doch schon sehr, sehr gerührt, was ihr dann auch teilweise drunter geschrieben habt. Und da war ich dann echt da gesessen und muss dann echt schon ein bisschen, bei manchen Kommentaren musste ich schon ein bisschen schlucken, wo ich mir gedacht habe, boah, krass. So sehr habt ihr das vermisst, so, so sehr, mit so viel Leidenschaft und seid immer noch da, manche von der ersten Folge an, ja, von der allerersten sagen, boah, krass, was ist aus diesem kleinen Side-Projekt geworden, keiner auf dem Schirm gehabt und dann sowas, ne, also es ist faszinierend und jetzt fahren wir hier mit unserer kleinen, mit unserer Bahn der Liebe fahren wir hier mit, werden wir uns einen Weg bahnen zum Ende dieser Linie Richtung Bopfingen. Ja, momentan Titisee. Und ihr seht schon, es dauert auch eine ganze Weile, bis du dann da ankommst, ne? Also die Linie ist ganz schöner Weg für sich, ne? Wir könnten natürlich jetzt noch eine Expressroute an der Seite bauen, ja, wo wir einen Zug bauen, der beispielsweise der Bopfingen dann umgeht oder der Kalf umgeht oder irgendeine Speedroute. Hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber naja gut. Jetzt erstmal die nächsten Leute, die hier einsteigen wollen. Ihr seht schon, es sind wahnsinnig viele tatsächlich dann doch am Bahnhof angekommen. Und wollen hier mitfahren. Die nächsten stehen da auch schon wieder. Es werden auch mehr, glaube ich. Und hier... Ja, wir fast 50 warten jetzt hier schon am Gleis. Und auch das heißt jetzt für uns wieder einen neuen Zug, den wir auf die Linie schmeißen können. Und der den Takt natürlich wieder weiterhin deutlich anheben soll. Auf 7 Minuten jetzt. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
für diese Zeit schon mal 7 Minuten Takt hier. Gut, wenn man es genau nimmt, schaut mal unten auf die Tage, wie schnell die vergehen, ne? Also da ist noch ein bisschen Luft drin. Aber so, die Zeiten sind passabel, sind okay. Kann man lassen, ne? Also ich finde, das ist in Ordnung, das ist ein guter Wert. Der mir auch persönlich ganz gut gefällt. So, okay, wir düsen wieder weiter mit unserem Zug. Die letzte Haltestelle ist nicht so weit weg. Ihr seht, da hinten ist schon die Stadt. Das ist jetzt eine ganz schöne, ganz kurze Ecke eigentlich. Ja, das ist in Ordnung. Das ist passabel. Kann man lassen, glaube ich. In der Entfernung sehen wir jetzt noch gar nicht den Zug. Also es ist noch so weit auseinander, dass die jetzt auch die Städte Zeit haben, in der Zwischenzeit wieder neue Leute ranzubringen. Der Zug jetzt aktuell gut zur Hälfte gefüllt. Ist okay. Alles über 50% Auslastung ist völlig in Ordnung. Heißt jetzt nicht, wenn ihr einen Waggon hinten dran nehmt, um euch die Betriebskosten zu sparen, dass es dann ins Plus geht. Denn die Lok hat ja keine Passagiere. Das heißt, die müsst ihr blanko rechnen. Die muss mit allen drin sein. Aber wenn ihr so ungefähr so einen kleinen mittleren Zug, 50 Personen oder was nehmt und da die Hälfte immer mitfährt, dann kommt der schon mal nicht ins Minus. Zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Ausnahmen gibt es mit Sicherheit bei sehr teuren Zügen oder sehr teuren Triebwerken vorne dran. Da ist es dann wieder eine ganz andere Geschichte. Das kann auch ganz schnell ganz arg ins Geld gehen. Aber so mein Pi mal Daumenwert. Halbe Sitzplätze belegt. Schaut schon mal gut aus. Schlimmer kann es dann tatsächlich allerdings noch werden. Das ist möglich. Müssen wir aber, das ist im Einzelfall halt immer so eine Prüfsache. Ne? Muss da mal gucken. Jetzt hier im Augenblick, 7 Minuten, das Ding macht 350.000 Miese momentan. Wir werden uns die Sache dann, wie gesagt, wir fahren jetzt eine komplette Bahn mal mit diesem, oder eine komplette Linie fahren wir jetzt mal mit unserer Baldwin hier mit. Und gucken uns die Sache einfach mal an. Hier fährt er 60, das ist seine Höchstgeschwindigkeit. Muss man auch sagen, macht er auch ganz gut eigentlich, ne? Also der fährt hier wirklich auf Maximum. So, und hier haben wir jetzt dann tatsächlich auch den Endpunkt. Und hier warten auch sehr, sehr viele Leute, die hier mitfahren wollen. Zwei Züge haben wir noch im Depot. Die wollen dann auch natürlich noch mitgeschickt werden, um den Takt hier noch zu reduzieren. Unter 5 würde ich ganz gerne kommen. Auf der langen Route, aber das werden wir sehen. So, es sind natürlich jetzt unglaublich viele Leute und das wird auch sehr, sehr viel gerade mitgenommen. Jetzt schon über 70 Mann aktuell auf unserer Route drauf und wir weisen den nächsten gleich wieder zu. Jetzt sollten wir dann auch unseren anderen Zügen mal langsam wieder entgegenkommen. Also wir sollten jetzt unsere alten Züge mal langsam wieder erreichen. Die müssen wir mal gucken, wo der nächste dann, wo die sich treffen. Ich hoffe natürlich am Mittelsignal, weil dann geht es vom Takt her wunderbar aus. Aber das werden wir jetzt sehen. Wie gesagt, es muss ja jetzt auch alles langsam losgehen. Ihr seht hier unten gerade, der letzte Zug verlässt gerade erst das Depot und fährt jetzt gerade erst in die Station ein. Das hat natürlich auch eine Zeit gedauert jetzt. Aber wir gucken mal, ja, ein bisschen Bildflackern gerade. Ah, es ist okay, ist alles in Ordnung. So, hier der letzte hier. Gucken wir mal, das schaut gut aus. Wir müssen aber jetzt bald mal losfahren, weil sonst kriegen wir da ein bisschen Probleme. Ein Stau auf der Strecke quasi. Das wollen wir auch nicht. Und ich sehe jetzt leider auch noch nicht den nächsten Zug. Also der ist noch nicht so nah dran. Wir können das Ganze ja jetzt mal kurz ein bisschen beschleunigen. Bisschen. So sähe es aus, wenn wir jetzt Vollgas geben würden. Das will ich gar nicht. So reicht schon. Das ist von der Geschwindigkeit her schon ordentlich. Da sehen wir den anderen. Der kommt hier quasi entgegen. Und hier an dem Signal treffen sie sich. Und das ist auch in Ordnung. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Zug jetzt dann den nächsten wieder rausnehmen.
Da, da ist schon wieder der nächste. Hier fährt auch wieder einer mit. Gucken wir mal, wie die reagieren. Ich würde jetzt noch nicht den neuen ganz direkt draufwerfen, weil die Route am Schluss kurz ist. Die Strecke von hier nach hier sehr kurz, deswegen, das würde sonst, weil es würde wahrscheinlich funktionieren, aber ihr seht schon auch hier, da ist noch zu wenig da, ja, um wirklich funktionieren zu können. Die gehen schon ins Plus jetzt. 5 Minuten Takt ist auch phänomenal, wirklich gut. Wird das fast ein bisschen zu viel gerade. Vor allem, weil die sich hier auch treffen. Ich würde sagen, wir werden den jetzt dann, wenn der den Block hier erreicht hat, dann schmeißen wir den nächsten raus, weil der braucht ja auch immer ein bisschen, bis der andere Zug dann aus der Einfahrt draußen ist. Also ich würde sagen, wenn wir den jetzt dann gleich loslassen, so bei dem Signal hier vorne, dann können wir den schon langsam auf die Schiene setzen und dann, denke ich, passt das auch. Gucken wir mal gerade. So, jetzt ungefähr. So, damit sind alle Züge draußen. Alle sind jetzt auf der Strecke und damit haben wir jetzt einen Takt erreicht von 4 Minuten. Das ist viel. Das ist ein sehr guter Takt für Züge, definitiv. Kann aber unsere Linien jetzt aktuell ein bisschen überfordern. Ihr seht schon, hier jetzt genau die Hälfte drin. Wir müssen uns auch mal um die Straßenfahrzeuge kümmern, sehe ich auch gerade, ja. Das könnte jetzt ein bisschen unsere Infrastruktur überfordern. Ich meine, es muss ja jetzt auch langsam alles erstmal nachkommen wieder. Hier laufen auch Leute rum. Genau. Ich glaube, das kann man so lassen. Schauen wir mal. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Er macht 250.000 auf einen Schlag. Das ist ein Haufen Holz. Das ist echt ein Haufen Holz. Und das bringt die Bahn auch ganz gut ins Plus. Und hier fährt er fast voll wieder weiter. Und wir sollten, genau, der andere hier unten, der ist nämlich auch schon aus dem Bahnhof wieder draußen. Das war nämlich ganz, ganz wichtig, dass das eben, dass die hier ein bisschen besser vom Takt her fahren. Der nächste hier hinten, hier treffen sie sich fast direkt im Bahnhof. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Meine Freunde, ich glaube, das wird großartig. So, okay. Jetzt warten wir mal, was passiert. Durch die Wolkendecke durch. Fliegt die Kamera hier gerade durch den Nebel, durch Rauchschwaden. Aber es funktioniert klasse. Also, hoffentlich. Wir werden sehen, wie die Route sich noch entwickelt. Natürlich brechen jetzt gleichzeitig alle unsere öffentlichen Nahverkehrssysteme erstmal ein, weil die natürlich jetzt auch ins Minus gefahren sind. Und dadurch, dass so lange jetzt erstmal keiner mehr von A nach B wollte, das muss ich jetzt auch erstmal wieder einpendeln. Deswegen fahre ich auch so stoisch jetzt gerade mit dem Zug mit. Weil wenn ich jetzt euch die Auszahlungen hier genau zeige, dann werden alle sagen, boah, Zwerg, du hast deine ganze Linie zerstört. Alle sind kaputt. Und dann geht das Geschrei los und deswegen mache ich jetzt erstmal gerade gar nichts. Zeige euch das gleich. In der nächsten Folge vielleicht. Da hat sich's auch ein bisschen beruhigt, hoffe ich. Und jetzt erstmal nach Calw und ihr seht schon, hier innerstädtisch ist auch ein bisschen noch Verkehr da. Der muss jetzt allerdings erstmal Richtung Bahnhof kommen.
Und das wird jetzt nämlich auch noch eine Herausforderung, dass hier so viele Leute dann letzten Endes auch tatsächlich stehen. In dem Fall sind es nämlich deutlich zu wenig für den Zug. Also, ich sag mal so, 50 sollten an der am Endbahnhof stehen. Heißt für uns jetzt auf gut Deutsch, wir sollten natürlich jetzt gucken, dass wir die Stadt fördern. Hier müssen mehr Leute ran. Es wollen zwar unglaublich viele Leute auch in Calw aussteigen, was eine feine Sache ist, grundsätzlich mal. Aber die, die jetzt einmal aussteigen, wollen natürlich mit dem nächsten Zug hoffentlich auch wieder mitfahren. Ich beschleunige deswegen jetzt umso mehr. So, jetzt kommen die ganzen Leute, die wollen jetzt alle in die Stadt rein. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Wie verhalten die sich hier? Genau, die bleiben alle hier stehen. Bis auf ein paar Ausnahmen. So, und der fährt jetzt voll weg und ich hoffe, der nächste kommt gleich mit vielen Passagieren. 6 Stück in dem Fall hat er. Genau, der ist schon wieder weg, der Zug. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was passiert mit dem nächsten Zug. Wie viel hat... Unser Zug hat jetzt 29 mitgenommen. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. 29. Wie der nächste Zug aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und dann glaubt ihr mir vielleicht, dass es auch dann tatsächlich funktioniert. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Tschüss.